heute bei Fenders Sammlermagazin eine weitere Folge unserer Masters of the Universe Vintage Review. Viel Spaß. Und ich mache das Tor jetzt mal wieder zu, ne? Hallo Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin. Diesmal wieder mit einer Masters Vintage Review und da habe ich folgende Figuren für euch vorbereitet. Jitsaw, Fisto und Webster. Come on, come on. Ja, eine Gemeinsamkeit haben alle drei Figuren. Sie stammen, ja, aus der Wave, aus der dritten Wave von 1984. Und da beginnen wir jetzt einfach mit Jitsaw. Hier ist er, Jitsaw. Jitsaw, der Karatemeister, der böse Schurke rund um Skeletors Schurken. Er hat einen harten, goldenen Faustschlag. Das wurde hier in der Toyline sehr gut umgesetzt, sieht man. Das hatte er auch eigentlich gemein mit Fisto. Aber Fisto war einer der Guten. Dazu kommen wir aber gleich. Die Figur wurde, wie gesagt, 1984 in der dritten Wave verbreitet. Und über ihn ist eigentlich nicht so viel bekannt. Das Einzige ist, dass es mal eine Story gab in einem Condor-Comic. Und ja, das hieß, Condor-Geschichte hieß Der geheimnisvolle Karatemeister. Und darin wird beschrieben, wie er zu den Schergen von Skeletors zugestoßen ist. Ansonsten ist bei ihm nichts bekannt in den Cartoons und Hörspielen war er immer nur eine ganz kleine Randfigur, die mal kurz erwähnt worden ist und dann irgendwie auch nicht mehr teilgenommen hat. So, es gab und gibt eine PowerCon-Figur von 2018. Und natürlich gab es auch in den Classics eine Neuauflage als Toyline. Ja, und Jitsaw, sieht man ja so, ist hier Gold gehalten, seine goldene Faust, die auch natürlich vor- und zurückspringen konnte. Sein Karate-Schwert. Ja, er hat auch hier als einziger neben Fisto auch eine Bartbehaarung im Gesicht. Und natürlich extreme, man sieht hier, Geheimratsecken. Krass, hä? Jitsaw ist eine schöne Figur. Wenn man die umdreht, ja, sieht man auch hinten seinen Rückenpanzer. Und diese Gussfigur, ja, diese Figur ist 1:1 mit Fisto. Also da wurden die beiden gleichen Gussformen verwendet. Hier in der Innenseite können wir sehen, die Faust und hier ist ausgehöhlt. Seht ihr das? Ist ausgehöhlt, ja. Tolle Figur und eine schlagkräftige Figur. Wir kommen jetzt zu Fisto. Come on, come on. Da ist nun Fisto. Auch er, also gleicht 1:1, bis auf diese Faust. Okay, der hat aber auch diesen Schwung vor. Und zurück. Ja, gleicht genau wie Jitsaw. Und erzählt aber zu den Guten von Eternia. Im Cartoon der Filmation-Reihe war Fisto erstmal ein griesgrämiger, zurückgezogener, etwas bösartiger Geselle. Doch er konnte vom Guten durch ein kleines Mädchen samt He-Man überzeugt werden, sodass er zu den Guten zugestoßen ist. So, im Endeffekt tauchte Fisto in den Cartoons auch immer nur ganz wenig vor und hatte nie eine große Rolle, bis auf eine besagte Folge. Ja, als Zubehör hatte er auch nur dieses Schwert,
Er hatte einen Vollbart, also liegt heute Trend in der Zeit, ja. Man sieht, er hat auch eine Behaarung im Gesicht. Ja, im Gegensatz zu Jitsu ist er mehr lila gehalten. Jitsu, wie gesagt, hier sieht man ja mehr golden. Und er hatte einen richtigen Faustschlag. Man nannte ihn auch den waffenlosen Kämpfer. Er konnte alles wegbrettern mit seiner Faust. Ja, auch hier eine sehr schöne Figur, stammt auch aus der dritten Wave von 1984 und ja, war mit, das war auch so ein Must-Have damals als Kind, wollte ich unbedingt haben und habe ihn auch schließlich bekommen. Von dieser Figur gibt es natürlich auch eine Masters of the Universe Classic. Und ich würde mich mal freuen, wenn diese Figur zum Beispiel als Club Grayskull Edition mal rauskommen würde. Ja, bevor es jetzt mit unserer Review weitergeht, zeige ich euch mal kurz hier so ein Comic-Heft von der Firma Interpart, heute Condor. Ja? Davon gab es 10 Hefte von 1984 bis 85, müsste das gewesen sein. Gucke ich mal ganz kurz. Ja, von 84 bis 85 gab es insgesamt 10 solcher Comics. Dann gab es aber noch Sammelbänder gab es noch und Taschenbücher. Ja, aber 10 von solchen normalen Heften gab es. Und da haben wir uns damals diese am Kiosk gekauft und haben uns da unsere Geschichten gestrickt. Weil wir wussten ja nicht, damals mangels, ja, mangels Informationsquellen wussten wir ja nicht, welche Charakterzüge die Figuren haben. In welchem Verhältnis sie zu wem standen. Und da hat man sich hier seine Storys rausgezogen und hat dann ja das nachgespielt. Ein schönes Comic-Heft. Diese Comic-Hefte ja, waren besser als diese von Ehapa. Weil Ehapa hatte sich denn damals auch gedacht, komm, wir bringen auch Comic-Hefte raus zur Serie. Die unterscheiden sich darin, dass die Zeichnungen, die ich persönlich so finde, nicht so toll waren im Gegensatz zu diesen Interpart Comics. Aber dazu können wir mal demnächst auch eine Review machen. Dann stelle ich euch die verschiedenen Comic-Hefte mit ihren verschiedenen Verlegern mal vor. Wollte ich euch mal gezeigt haben, das ist die Nummer 1. Ja. Und wenn man die Hefte noch haben möchte, gibt es sie im Internet. Also bis zu 20 Euro. Ja, also das ist schon sehr teuer. Weil damals haben die noch 2,50 Mark zum Einführungspreis gekostet. Ja, seht ihr da? Einführungspreis war 2 Mark 50. So, und nun kommen wir nun zu Webster. Wir kommen nun zu Webster, den Spinnenmenschen von Eternia. Er zählt zu den Bösen, ja, also zur Fraktion Skeletor. Und diese Figur hat ein tolles Gimmick, weil hier Webster kann auch, na, er kann nicht nur hängen wie ein Spinnenmensch, da, guck mal, nein, er kann auch sich an Gemäuer wie hier Castle Grayskull hochhängen, ja, und klammern und ersteigen. Wollen wir mal gucken. Dazu muss man die Figur hier zum Beispiel in dem Fall an den Zinnen anhängen. Und dann kann man ihn eigentlich hochziehen. Moment, Achtung, er geht hoch. Seht ihr? Und so kann er die Sorceress, ja, gefangen nehmen. Da ist er ja. Ja, toll, oder? Ja, Webster. Über Webster ist auch nicht so viel bekannt. Ach, die Kamera, Moment mal. Oh Gott. Bisschen zurück, damit ihr mich auch seht. Ja, damit ihr mich auch seht. Wie gesagt, ist nicht viel, so viel bekannt. In den Comics, ja, von Interpart, ja, Webster wird so dargestellt. Seine Charakterzüge ist. Als verbissener und teilweise, heißt es hier im Internet, klar, blutrünstiger Kämpfer. In den Hörspielen wird er so der einzigste Monsterkämpfer von Skeletor dargestellt, dass er ein Gewissen hat. Man sieht zum Beispiel Folge 16, Nacht über Castle Grayskull, da hat er ein Gewissen gegenüber Beastman und wollte eigentlich wissen, warum Skeletor Beastman zu dem gemacht hat, was er ist. Ja, und im Cartoon wird er so als diebisch dargestellt.
In seinem Rucksack hat er verschiedene Sachen da verpackt, wie zum Beispiel Netze oder aber auch wahlweise Raketen. Ja, also da ist ganz anders. Also Comic, Hörspiel und Cartoon sind seine Charakterzüge total unterschiedlich. Ja, diese Figur ist total toll. Fand die, wie gesagt, sehr toll, weil man sie hochziehen konnte an so einem Seil, an so einem Haken. Das war natürlich mit bei als Zubehör. Genauso wie seine Laserwaffe. Und Problem ist auch da, mit, über die Zeit hinweg bekommen diese Figuren ja alle Probleme mit den Beinen. Das heißt, es sind so Legbacks sind da drin. Das sind solche Gummiteile, die die Beine ja, zusammenhalten. Und über Jahre hinweg, ja, je älter die Figur wird, desto poröser werden die. Und die Figuren können dann nicht mehr stehen und knicken um. Aber es gibt im Internet solche Legbacks, heißen sie, die kann man kaufen und kann man sich dann neu einsetzen. Kosten, glaube ich, so 6 bis 8 Stück, kosten so circa 30 US-Dollar. Teures Vergnügen, aber man kann sie wieder reparieren, sodass sie wieder standfest sind. Müsste ich mal organisieren, dass zum Beispiel dieser Webster auch mal wieder repariert würde, denn er fällt immer um. Ja, Webster. Eine sehr schöne Figur. Ja, sieht man hier seinen Brustpanzer, seine Rüstung. Umgedreht hier seine Seilwinde. Und ja, das ist hier der Webster. Und da hängt er wieder. Ja, so, das war eine neue Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin, mit einer weiteren Ausgabe der Masters of the Universe Vintage Review. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und liked mich auf Facebook unter Fan, das Sammlermagazin oder wahlweise bei YouTube unter bumo.tv. Da könnt ihr meinen Channel abonnieren. Ja, bis zur nächsten Woche Freitag wünsche ich euch noch eine geschmeidige Zeit. Bleibt weiterhin sammelwütig und da verabschiede ich mich. Tschüss! Come on, come on.